geil, dass du wieder am Start bist bei einer neuen Folge von Dekorik. Ja. In der letzten Folge, in der ersten Folge sind wir angekommen, in dieser Stadt, deren Name ich leider schon wieder vergessen habe. Dies ist schändlich, dies ist mir durchaus bewusst. Aber wir schauen uns hier weiter um, quatschen mit den Leuten. Ich höre Goblins. Das ist, oh, eine Arena. Und hier in den Kammern haben sie wohl die Gegner eingesperrt. Das soll ich jetzt nicht aufmachen. Wer bist du? Rick Tovarus. Hallo. Trink mal nicht so viel Schnaps, Alter. Schnaps ist ungesund. Was ist das hier? Das hier ist die Arena. Du kannst hier gegen einige wilde Tiere kämpfen. Wenn du deine Stärke erproben willst, ist das hier der richtige Ort. Außerdem hat Berengar verfügt, dass jeder, der erfolgreich die verschiedenen Stufen des Arena-Kampfes durchläuft, belohnt wird. Und was ist, wenn ich zu schwach für die Tiere bin? Was ist, wenn du zu schwach bist? Von uns wird keiner in den Kampf eingreifen. Überlege deswegen gut, ob du wirklich kämpfen willst. Wie sieht es mit der Belohnung aus? Für deinen ersten gewonnenen Kampf zeige ich dir, wie du etwas stärker wirst. Nach dem dritten erfolgreichen Kampf bekommst du ein neues Schwert von mir. Schaffst du es, 5 Siege davon zu tragen, kannst du in einem 6. Kampf dem gefährlichsten Wesen gegenübertreten. Wenn du es tötest, bringe ich dir bei, wie du richtig schleichst. Du wirst dich dann leiser bewegen können als eine Ameise. Was sind das für Kämpfer? Du kannst dir die Reihenfolge selbst aussuchen. Du musst gegen einen Scavenger, einen Molarat, einen Lurker, einen Wolf und eine Blutfliege kämpfen. Oh, halt, stopp, nein, ich ende. Noch nicht. Später vielleicht. Das hebe ich mir mal auf. Söldner, Söldner, ihr seid nicht wichtig für mich. Hm, wo geht's denn hier noch so lang? Sehr verwinkelt hier alles. Du bist Söldner. Das scheint wohl auch dein Name zu sein. Wie komme ich denn dahin? Oh, da tanzt eine Lady. Da steht auch eine Lady. Nee, da komm ich kann ich nicht so einfach die Wand hochspringen. Ja, gute Frage. Wie komme ich denn da hoch auf diese Plattform? Wahrscheinlich komme ich da im Moment eh gar nicht hoch auf diese Plattform, oder? Vielleicht, wenn ich hier lang gehe. Das sieht witzig aus. Sieht aus wie eine kleine magische Barriere. Die mich nicht durchlassen wird. Das war mir klar. Das war mir irgendwie... Wieso war mir das klar? Das war mir einfach klar. Guck mal, da steht Koristo. Er ist Konogan. Ende. Iberion haben wir auch am Start. Nolven. Coole Namen haben die. Verschwinde endlich. Hey, ich. Bruder! Ganz ruhig, bin noch weg. An der Geschichte muss wohl noch was dran sein. Gut. Aber da ist dieser Karmak, der wollte, dass ich ihm spreche. Der hier. Du wolltest doch irgendwas von mir. Du wolltest dieses Horn haben, was Scavenger anlockt. Bin mir mal nicht so sicher, ob ich dir das geben will. Ich habe gehört, du vermisst ein Rufhorn für Scavenger. Ja, das stimmt. Hast du es? Ja. Ja, hier ist es. Oh, vielen Dank. Dieses Horn vermisse ich schon lange. Ich werde dich dafür belohnen. Der Synchronsprecher, der diesen Karmak gespricht hier, kommt mir sehr bekannt vor. Der hat auch in der Mod Kyros gesprochen, den Helden. Und das ist ein bekannter Synchronsprecher, zum Beispiel auch bei dem Dedelic-Spiel The Night of the Rabbit den Hasen gesprochen. Night of the Rabbit ist ein unfassbar gutes Adventure-Spiel aus dem Hause Dedelic. Das ist ziemlich nice. Das ist auch, Deponia ist auch gut, aber das ist halt einfach noch geiler. So, jetzt scheint eine kleine Kapelle zu sein oder ein kleiner Unterrichtsraum für Krieger. Das ist ein Unterrichtsraum, ich Trottel. Hier wird Theorie gelehrt, quasi. Und hier ist dann die Praxis.
Was haben wir denn bekommen? Was hat er uns denn als Belohnung gegeben? Oha, 100 Münzen? Oder 50, weiß nicht. Wenn du meinst. Und ein Schwert. Aha. Super. Richtig gut. Wir haben ein Schwert von dem bekommen und Münzen. Und vielleicht noch einen Trank. Ach, hier, diesen Domtre. Haben wir, glaube ich, auch bekommen. Trollkirsche haben wir noch. Ja, nicht schlecht. Da haben wir zumindest schon mal ein kleines Schwert und ein paar Münzen bekommen. Sehr schön. Das läuft doch wie am Schnürchen. Was haben wir hier? Eine private Einrichtung. Sollte ich vielleicht nicht bleiben? Sollte ich vielleicht wieder gehen? Hallo, Gap. Okay, du hast nichts für mich. Du bist nur ein Söldner? Du bist nicht wichtig für mich. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Okay, ich verstehe. Jetzt habe ich die Runde sozusagen gemacht. Die Kampfarena. Rohstahltransporter. Die Händler. Ich glaube, mit dem Schwert könnte ich es jetzt vielleicht schon nochmal probieren, vielleicht in der Arena zu kämpfen. Wie viel lernen... Achso, warte mal. Embarkate. Wie konnte ich das Charaktermenü nochmal aufrufen? L ist Logbuch. Ah, hier, S. So, ich brauche noch 250 für die nächste Stufe. Na gut, ich probiere es mal mit der Arena. Slate, warte mal, vielleicht hast du was für mich. Das Ding sieht aus wie ein Klosett. Ich hab. Oh, scheiße. Haha. Was für ein Kampf! Das war nicht so klar. Das war nicht klar. Kann ich jetzt rein? Mist. Unsichtbare Wand ist immer noch am Start. Verdammt. Ich habe gedacht, das wäre ein öffentlicher Raum. So, die Jungs haben die Position getauscht. Na gut, dann gebe ich die Belohnung halt nochmal, also das Sword nochmal schnell ab. Und dann nehme ich mir das Schwert. Vielleicht kann ich ja dann in der Arena kämpfen. Hallo. Ich hab... Ja. Oh. 80 Münzen haben wir bekommen. Und das Schwert. Na gut. Mit dem Schwert könnte ich es in der Arena, wie gesagt, jetzt wirklich mal probieren. Machen wir das jetzt einfach mal. Warte mal, wo kommen wir noch eigentlich hin, wenn wir hier lang gehen? Achso, da kommen wir gut, ja. Oh, da hinten ist noch ein cooler Turm, sehe ich gerade. Krass. Nice, nice. Nicer, dicer. Na gut, komm, gehen wir mal in die Arena. Ich probiere es einfach mal. No risk, no fun. So. Probieren wir mal, hier in der Arena zu fighten. Smoke, der sich erstmal übel einweg. Komm schon, Junge. Gib's mir. Give it to me. Ich will jetzt erstmal gegen den Scavenger kämpfen. Ich will gegen den Scavenger kämpfen. Okay, gehe in die Arena. Der Wärter hat das Tier bereits eingelassen. Der Kampf kann beginnen. Ah. Oh, da kommt er raus. Oh, Junge. Da kam er rausgeschossen, Junge. Wie so ein Pfeil, ey. Ja, cool. Hab gewonnen. Darf jetzt wieder raus. Sehr cool. Können wir ja vielleicht sogar gleich die Stufe aufsteigen, die erste schon. Das wäre super. So, gib mir den nächsten Kampf. Ich habe den Scavenger erledigt. Der war bestimmt nicht sonderlich fordernd. Aber wie dem auch sei, dein Sieg zählt. So. Ich speichere nach jedem Kampf erstmal, weil ich das gerade nicht einschätzen kann. Die Blutfliege vorhin, die hat mich ja zum Beispiel komplett aus dem Leben gehauen mit zwei Stichen. Ich will erstmal gegen den Mole-Rat. Nun will ich gegen den Mole-Rat antreten. Okay, gehe in die Arena. Du kannst sofort anfangen. Was hatte der gesagt? Nach drei Kämpfen gibt's ein Schwert für mich. Bin ich sehr gespannt. Ich habe nur 10 Stärke.
Also besser als das, die Klinger, die ich jetzt habe, wird es nicht sein. Dementsprechend. Warte mal, ich sollte mich vielleicht noch schnell heilen. So. So möge man mir das Getier in die Arena führen. Und bitte. Gönn mir erstmal einen kleinen Schluck Wasser. Boah, das dauert aber ganz schön lange hier. So. Give it to me. Biatch. Kommt der auch so rausgeschossen? Nö, der kommt ganz entspannt. Der ist ganz entspannt. Ich glaube, Morwitz sind keine Probleme. Ja gut, das war kein Problem jetzt. Einen Kampf muss ich noch auf jeden Fall abschließen. Lurker wird wahrscheinlich noch zu stark sein. Blutflieger. Das kann. Weil die sehr schnell ist. Ich habe einmal gewonnen. Hör mir zu. Wenn du zuschlägst, musst du deinen Körper dabei einsetzen. Wenn du es richtig anstellst, liegt in deinem Schlag nicht nur die Kraft deines Armes, sondern das ganze Gewicht deines Körpers. Mit so einem Schlag muss dein Gegner schon ein Schwergewicht sein, wenn er nach einem Treffer noch stehen will. Ich habe den Mole Rat besiegt. Unter uns, das war doch ein Kinderspiel, hm? Aber so sind die Regeln. Jeder Sieg zählt. Ich probiere es trotzdem mal mit der Blutfliege. Jetzt will ich gegen die Blutfliege antreten. Gehe in die Arena. Du kannst sofort anfangen. Gut. Lurker ist, glaube ich, zu stark. So. Ich speichere jetzt mal nur auf dem ersten Save. Schauen wir mal. Dance to the music. Der eine Typ da oben ist zu eiserstarrt. Ich hab Geduld und die Zeit. Guck mal, die kuscheln miteinander. Oh je, die wird wahrscheinlich rauskommen wie sonst was. Genauso wie der Scavenger einfach rausgeschossen kommen. Ja. Wobei, die verfliegt sich. Wo ist der Ausgang? Hier. Wow. Ja. Okay, das war schon nicht so einfach. Noch ein Treffer und ich wäre down gewesen. Holy shit, jetzt will ich mein Schwert haben. Und wenn das jetzt nicht krass ist, ey. Also dafür erwarte ich jetzt auf jeden Fall was. Das war jetzt... Hätte die mich noch einmal erwischt, wäre es vorbei mit mir gewesen. Holy Macaroni. Das war jetzt nicht so easy. Die Blutfliege ist tot. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich habe dreimal gewonnen. Hier, da hast du dein neues Schwert. So, das ziehe ich mir jetzt erstmal rein. Was haben wir denn da? Ah, geil. Das leichte Gardeschwert, super. Und es sieht aus wie das, hat mehr Reichweite, macht mehr Schaden und es sieht aus wie das grobe Schwert. Das grobe Schwert ist mein Lieblingsschwert. Gut, gutes Schwert. So, dann speichern wir mal. Und ich würde es jetzt trotzdem nochmal gegen den Wolf probieren. Warte mal, wir brauchen noch 80 EP zum nächsten Level ab. Ich will gegen den Wolf kämpfen. Der Wolf soll mein nächster Gegner sein. Hörst du den Wolf nicht knurren? Er ist schon in der Arena. Worauf wartest du? Was ist, wenn ich jetzt gesagt hätte, ein Lurker? So, das könnte jetzt auch hart werden. Ich kann halt hier nicht mit A und D einfach ausweichen, so wie es in Gothic 2 der Fall ist. Das geht hier irgendwie nicht. Das ist ungünstig. Möchte ich mal kurz sagen. Okay.
Come on. Ich höre ihn schon. Ich muss den irgendwie direkt gegen eine Wand drängen. Am besten. Komm her, du mieses Vieh, Alter. Dich mach ich fertig. Ich mach dich fertig. Oh, da kommt ganz entspannt rausgeschlendert. Ja! Oh, ho, ho. Mies, Junge. Richtig mies. Ein Biss und ich bin fast komplett draufgegangen. Junge, Junge, Junge. Alter Finne. Okay. Da hatte ich Glück gehabt. Ich glaube, noch ein Biss und nee, das wäre vorbei gewesen. Aber ich habe mal schwanger. Jetzt noch der Lurker rein, theoretisch. Aber den werde ich wohl nicht schaffen. Der ist zu stark. Ich bin mir quasi sicher. Ich habe den Wolf bezwungen. Sehr gut. Aus dir könnte ja wirklich ein guter Kämpfer werden. Der Wolf war ein starker Gegner. So, warte, jetzt speichere ich noch mal. Und versuche jetzt den Lurker rauszufordern. Ich glaube, für den Lurker wird es noch nicht reichen. Ich glaube, für den Lurker wird es noch nicht reichen. Man kann es mal aufhören, du säufst und rauchst den ganzen Tag, Mann. Meine Kampfkraft will ich nun an dem Lurker erproben. Begib dich in die Arena. Nee, aber den werde ich wohl nicht schaffen. Den Lurker werde ich wohl nicht schaffen. Nee, der Lurker der wird zu schnell zuschlagen und ach, das wird... Aber wer weiß? Vielleicht kann ich den ja auch irgendwie in eine Wand drängen oder... Zack, 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 zack. Und dann könnte es funktionieren. Mal schauen. Das ist die Ruhe vor den... Scheiße. Oh Gott. Nee. Alter, ich mach dem ja gar keinen Schaden. Ich hab noch nicht... Nee. Aber gut, ich sag mal so. Er ist langsam. Das Problem ist aber dadurch, dass ich ihm keinen Grundschaden drücke. Also ich sag mal so, im Kampf ist er machbar, aber wenn ich... Nee, ich mach ihn halt nicht. Okay, ich muss mehr Schaden rausteilen. Dann kann ich den schaffen. Gut, aber ist gut zu wissen, wir sind Stufe aufgestiegen. Haben wir einen Lehrer. Allgemeine Infos, bekannte Personen. Berengar Lagerführer, Azarend, Lehrer und beeinflusst deine Kampfkraft, Skill. Okay, sehr gut. Der Schmied, er ist entweder bei seinen Lehrlingen in der Stadt oder in der Burgschmiede. Alvin, freundlich gesinnter Söldner, Homer ist ein Händler, Fisk ist ein weiterer Händler. Okay, ich muss diesem Azarend auf jeden Fall. Ich habe 10 Lernpunkte, die kann ich bei dem verwerten. Vielleicht ist das Skillsystem auch wie in Gothic 1, sodass ich, wenn ich jetzt 10 Lernpunkte investiere, dann schon Kämpfer bin im Einhandkampf. Wäre zumindest sinnig. Ja, könnte sogar so sein, dass es so ist. Wenn man in die Stadt reinkommt, rechter Wachturm, hieß es. Erinnere ich mich zumindest. Das probieren wir gleich mal aus. Diese Aussage. Ihr handelt nicht mit mir, ihr Schweine. Warum nicht? Das ist wirklich nicht mein Problem. Stadt rein und dann rechter Wachturm. Da oben. Da oben ist ein Wachturm. Vielleicht muss ich auch da oben hin. Ja, ich glaube schon. Söldner. Ah, das sieht mir auch nach Schmiede aus. Interessant. Und bevor ich jetzt hier einfach reingehe, nehme ich mal an, dass ich hier sonst auf die Finger bekomme. Oh, hier ist echt dunkel. Nicht rausfallen. Ich gehe jetzt mal ganz hoch. Hier ist ein Teppich, Alter. Und ein Schlüssel. Und den nehme ich natürlich mit. Was ist das da hinten noch, Alter? Das ist ja wirklich noch quasi eine ganze Stadt da hinten, Alter. Das sieht ja übel nice aus. Was? Ach, das wird der Azarend sein wahrscheinlich. Ich habe gerade Kämpfe gehört.
Azarent ist so ein Chor-Anga-Verschnitt. Okay, darf ich nicht runterfallen? Das ist bestimmt Azarent, ich bin mir sicher. Ja, geil. Hallo. Oh, er hat sogar die Stimme des Chor-Anga. Meine Kampfkraft. Was hältst du von meiner Kampfkraft? Das kommt vom Wesentlichen auf deine Einstellung an. Im Wesentlichen. Ich belasse es bei normal. Egal was kommt, ich mache alle Monster platt. Ich liebe die Gefahr und stelle mich jeder Herausforderung. Ich werde Dinge ganz normal angehen. Ich werde mich vorsichtig verhalten. Jetzt kann man sozusagen den Schwierigkeitsgrad der Mod einstellen. Ich bin ja immer so der Normaltyp. Ich werde die Dinge ganz normal angehen, ja. Dann wirst du das normal haben. Auch witzig, dass man den Schwierigkeitsgrad gleich in der Mod noch mit einbindet, sozusagen. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, der dich unterrichtet. Warte mal, der kann uns jetzt aber doch nichts beibringen jetzt, oder? Ich gehe der Gefahr lieber aus dem Weg. Ja, ich werde die Dinge ganz normal angehen. Mist, der kann mir jetzt doch nichts beibringen. Hallo. Ach, ärgerlich. Mensch. Koranga, wieso kannst du mir nichts beibringen? Mann. Ich wollte gerne meine 10 Lernpunkte investieren. Ist das ein Bug? Ich hoffe nicht. Was ist das da hinten noch für eine coole City, Alter? Man, jetzt zieht euch das mal rein. Das sieht Hammer aus. Ohne Scheiß. Kann ich da direkt hin? Ich nehme mal an, dass das die Burg ist und dass ich da nicht so einfach hinkomme. Aber probieren kann man es ja mal. Ich denke, da werde ich nicht reinkommen. Da wird Berengar sitzen, nehme ich mal an. Ja, das ist die Burg. Holy, sieht die geil aus, Alter. Was willst du hier? Ich will mich mal hier umschauen. Umschauen? Bursche, willst du mal ein Waschweib werden? Geh, lieber Kleiner. Das ist das Waschhaus hier, okay. Da waren überall Wölfe. Wo wart ihr? Wölfe? Wo? Ich hab keine gesehen. Und jetzt hau ab, Spitzbube. Sonst zieh ich dir die Ohren lang. Da waren überall Wölfe. Wo wart ihr? Das war kein Spaß. Ihr wusstet, dass die Wölfe kommen. Ich hätte draufgehen können. Erzählst du jemanden davon, wirst du keinen Sonnenaufgang mehr erleben. Hm, ich merk schon. Mit euch werde ich noch Spaß haben, ihr Vögel, ey. Boah, die Burg sieht geil aus. Matthias, was willst du hier? Ich will zum Schmied. Ich will zum Schmied. Der kommt öfters in die Stadt zu seinem Lehrling. Da triffst du ihn sicherlich an. Nichts. Dann verschwinde. Du weißt, dass du nichts in der Burg zu suchen hast. Okay, also ich muss mich hocharbeiten, damit ich hier erst reinkomme. Aber verdammt, sieht die Burg geil aus, Alter. Entschuldigung, aber das ist echt cool. Dieses Torhaus gefällt mir schon richtig gut. Erinnert mich an die Festung Königstein. Die hat auch so ein geiles Torhaus. Und dieser Bergfriedsturm da hinten, das sieht super nice aus. Oh Mann, ich freue mich schon so richtig, wenn ich da reinkomme, ey. Geil. Das hier vorne ist mehr so das befestigte Dorf, wenn man so will. Oder die Slums. Okay. Bis jetzt habe ich aber noch keinen Händler gefunden, der mir irgendwie eine bessere Rüstung verkaufen kann. Oh, was haben wir denn hier? Das ist auch interessant. Ich glaube, ich würde hier mal plündern. Ich denke, sowas wie ein Rechtssystem wird es hier nicht geben. Wenn ich erwischt werde, dann kriege ich halt aufs Maul. Wenn nicht, dann ist es halt auch nicht so schlimm. Mist, ich kann diese Tränke nicht wählen. Anwählen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Jetzt müsste das Skelett dort auf einmal lebendig werden und mir aufs Maul hauen. Ey, was soll das? Du hast geklaut. Verpiss dich. Ich denke, diese... Ja, das ist natürlich nur Deko. Ja, ich hau mich natürlich nochmal aufs Ohr. Aber ich habe in dem einen Wachturm, ich habe einen Schlüssel gefunden. Der Schlüssel wird höchstwahrscheinlich hey, auch... Hey, du! Schiedsmann? Schniedsmann? Schniedelmann? Du weißt ja doch, was gut für dich ist. Ja, ich geh mal. Dieser Schlüssel, der in diesem Turm lag,
Oder auf dem Turm, besser gesagt. Oh. Wozu ist der wohl gut? Verdammt. Als ob ich da jetzt nicht hochspringen kann. Oh, das sieht so fett aus, Mann. Diese Burg. Mist, ich komme da nicht auf Biegen und Brechen komme ich da nicht hoch. Oh. Na gut, dann werde ich wohl nochmal, Schwerter werden geschmiedet, Bögen gebaut, Pfeile hergestellt, Katapulte zusammengehämmert. Kriegsvorbereitungen sind eben keine Kleinigkeit. Okay. Die Story wird wohl offensichtlich auch über solche kleinen Nebenstories hier erzählt. Wer bist du denn? Talisan. Was willst du? Nichts. Dann solltest du jetzt gehen. Ich dachte kurz, du wärst der Richter hier. Mann, der Junge kann nirgends hochspringen. Ah, doch, hier. Ich nehme alles zurück. Ich werde auf jeden Fall nochmal in diesen Turm gehen. Püt? Wer bist du denn? Ich kann aber nicht mit dir sprechen. Ich könnte diese Truhe versuchen auszuplündern. Frage ist, würde er das merken? Er guckt nicht in meine Richtung. So viel verstehe ich. Was? So viel verstehe ich nicht vom Schlüssel. Ich habe das doch schon geschafft. Ah, schade. Oh, 70 EP. Holy shit. Okay, gut. Ich nehme das an. Wozu ist dieser Schlüssel gut, den ich gefunden habe? Ah, vielleicht hier. Aha. Ah, Mist. Liegt hier sonst vielleicht noch was, was ich mitnehmen kann? Nee. Oh, warte mal. Hier ist doch gerade was gewesen. Hä? Hier war doch gerade noch was gewesen. In diesen... Ah. So, Mist. Okay, dann doch nicht. Ich bilde mir aber ein, dass dort gerade in diesen Kisten irgendwas war, in diesen Fässern. Na schön, dann eben nicht. Warte mal, hier gibt es vielleicht einen Keller. Ja, warte mal. Der Schlüssel. Also hier ist es ja finster wie sonst was. Fackeln. Habe ich keine. Okay, warte mal. Es ist ziemlich dunkel, das tut mir gerade leid. Warte mal, Einstellungen, Grafik. Video. Aha. Guck mal, ich kann gerade ein bisschen heller machen. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. Was? Hier liegt Lochenschlüssel, ey. Ich finde hier Haufen Schlüssel. Die Leute hängen so nicht so an ihrem Hab und Gut, habe ich das Gefühl. Boah, die greift mich auch an, die Ratte. Plündern kann ich die aber nicht. Was ist da hinten? Da ist noch eine Ratte. Es scheint die Kanalisation hier zu sein. Oh Gott. Wir bringen aber ordentlich EP, sag ich jetzt mal, für diese Kanalisation. Ich habe jetzt schon 840 von 1500 für die nächste Stufe. Jetzt komme ich in dem Wachturm hier raus, ich verstehe. Ah, jetzt bin ich wieder auf der Mauer. Oh, dieses Castle, das sieht einfach so heftig geil aus. Wirklich. Geil. Na gut. Ich speichere hier einfach mal. Und ich tät sagen. Kann ich Neon First Person? Ja, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir hier weitermachen. Weiter zurück. Moment, ich werde hier mal kurz. Grafik. Video, ich trottel. Gamma. Das sieht man gar nicht in der OBS-Aufnahme, glaube ich, wenn ich hier heller oder dunkler mache. Witzig. Witziger Typ. Nun gut. Aber wie gesagt, ich danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir mal hier uns weiter umgucken. Kleine Dieves-Touren sozusagen tätigen. Vielleicht finde ich ja auch einen Lehrer fürs Schlösser öffnen. Das wäre geil. Wenn ich einen Lehrer fürs Schlösser öffnen finden würde, wäre das, glaube ich, sehr geil. Dann könnte ich mich hier schön bereichern und plündern und mich ausrüsten. Und das wäre, glaube ich, geiler, als wenn ich jetzt erstmal auf den Kampf gehe. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Haut rein!
Macht's gut und ciao.